Willkommen zu einer neuen Folge Kümmer Tutorials, meine Lieben. Heute machen wir diese coole Handyhülle. Die geht total einfach, die ist mit festen Maschen gehäkelt und ich zeige euch heute, wie die funktioniert. Das Tolle an der Anleitung ist, ihr könnt jedes Handy verwenden, ihr müsst nur eure Maße wissen. Das werden wir uns aber gleich genauer ansehen. Ihr habt jetzt hier oben einen kleinen Knopf und den könnt ihr dann einfach hier so die Schlinge abmachen und könnt euer Handy rausholen. Ganz easy. Ich wünsche euch jetzt viel Spaß bei der Anleitung. Wollt ihr noch mehr Handyhüllen, vielleicht in anderen Designs, andere Optik? Schreibt es mir doch mal in die Kommentare. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir ein Like da und abonniert gerne meinen Kanal für weitere Videos. Das Kleeblatt hier unten übrigens könnt ihr hier oben rechts auf die Anleitung klicken, um zum Video zu kommen. Ich wünsche euch jetzt viel Spaß beim Nachmachen und los geht's. Wir brauchen natürlich einen Baumwollgarn bzw. einen Garn eurer Wahl. Ich verwende einen Baumwollgarn, weil man das Muster schön erkennen kann. Ich werde es wieder in 4 Farben machen. Wenn ihr nur einen Baumwollgarn habt, macht ihr es in einer Farbe oder einfach in den Farben eurer Wahl. Dann brauchst du noch einen Knopf. Du kannst einen runden Knopf nehmen. Ich habe jetzt hier so einen kleinen niedlichen Herzknopf genommen. Ein Maßband. Das brauchst du eigentlich nur, um zu schauen, wie du deine Farben gleichmäßig aufteilst. Eine Häkelnadel. Ich benutze hier eine Nadelstärke von 2,0. Ihr könnt aber auch eine 2,5er oder größer wählen, je nachdem. Und die ist von Clover. Verlinke ich euch natürlich wie immer in der Infobox. Eine Schere. Zwirn zum Knopf annähen. Du brauchst also nun dein Handy, deine gewünschte Farbe und deine Häkelnadel. Ich werde meinen 4 Farben wieder von unten nach oben ins Helle gehen. Und ja, wir starten jetzt mit einem Anfangsknoten. Und jetzt arbeiten wir eine Luftmaschenkette. Je nachdem, was für eine Nadelstärke ihr benutzt, können die Schlaufen größer oder kleiner werden und mehr oder weniger Maschen werdet ihr brauchen. 17. Wir wollen ja, dass es schön locker anliegt. 17 ist gut. Wenn ihr links und rechts eine Masche übersteht, ist das gar nicht schlimm. Wenn wir jetzt die nächste Reihe häkeln, zieht sich das Ganze nämlich noch ein bisschen zusammen. Also ich habe jetzt 17 Maschen für mein iPhone 6 gebraucht. Wie viel Maschen du für dein Handy brauchst, siehst du ja dann, wenn du es so anlegst. Jetzt häkeln wir als nächstes feste Maschen. Das heißt, ihr stecht in die erste Masche ein. Holt den Faden, geht durch beide Schlaufen und macht eine feste Masche. Jetzt geht in die nächste Masche und macht eine feste Masche. In die nächste Masche, eine feste Masche und so weiter, bis ihr am Reihenende seid. Häkeln wir jetzt in jede Masche eine feste Masche. Das heißt, ich habe 17 Maschen, in die 16 Maschen häkel ich jetzt meine festen Maschen. Wenn ihr jetzt an der letzten Masche angekommen seid, häkeln wir jetzt in die letzte Masche 3 feste Maschen. Wir stechen also in die Masche ein, eine feste Masche häkeln. Nochmal in dieselbe Masche, eine zweite feste Masche häkeln. Jetzt wenden wir die Arbeit leicht. Stechen nochmal in die Masche ein, den Faden können wir nach unten legen, den losen. Und machen noch eine feste Masche. Und jetzt haben wir sozusagen hier einen Bogen gehäkelt und jetzt auf der anderen Seite weiter häkeln. Wir häkeln jetzt also in die restlichen Maschen, in die restlichen 16 Maschen wieder feste Maschen zurück bis an unseren Anfang. Stecht also einfach wieder in die oberen Maschen ein und häkelt feste Maschen. Jetzt haben wir hier den Boden von unserer Tasche fertig. Als nächstes machen wir diese Abschlusskante hier, diese kleine. In der nächsten Reihe häkeln wir nur ins hintere Maschenglied, damit wir jetzt eine schöne Abschlusskante bekommen. Das heißt, ihr habt immer hier obere und untere Masche und wir stechen nur in die hintere. Und machen eine feste Masche. Das machen wir jetzt eine Runde lang in alle Maschen, bis wir wieder am Anfang angekommen sind. Jetzt sind wir fertig mit unserer Reihe ins hintere Maschenglied. Hier seht ihr jetzt diese Kante, die hier bei der Tasche jetzt hier unten ist. Jetzt stellt ihr einfach mal euer Handy hier drauf und dann seht ihr ja, dass das Handy direkt in die Tasche passt. Wenn es jetzt ein bisschen kleiner ist, ist es nicht so schlimm. Bei Baumwolle dehnt sich das Ganze noch ein wenig. So, jetzt geht es ganz einfach weiter. Wir häkeln jetzt einfach feste Maschen in unsere gewünschte Länge, beziehungsweise wie ihr die Farben haben wollt.
Ich habe hier mit etwas breiterem Dunkelgrün angefangen, bin etwas heller, noch heller, ganz hell geworden. Und dasselbe mache ich jetzt, wie gesagt, auch mit meinen Rosatönen. Häkle jetzt 9 Reihen feste Maschen. Ihr könnt euch natürlich hier auch einen Marker hinsetzen, wenn ihr euch unsicher seid. Aber ich weiß immer, in welcher Runde ich bin, weil hier links ist mein Anfangsfaden und gegenüber ist immer meine Runde, wo ich starte. Das heißt, es ist immer eine Runde und ich häkle jetzt einfach 9 Runden feste Maschen mit meinem dunklen Pink, bevor ich dann die Farbe wechsle in ein helleres Pink bzw. Rosa. Wie ihr eure Handyhülle macht, ist natürlich ganz euch überlassen. Wir sehen uns also gleich wieder, wenn wir die gewünschte Höhe unserer Handyhülle haben. Ich bin jetzt am Ende meiner 9. Runde angekommen. Legt es hier mal so an und dann könnt ihr euch das schon mal angucken. Zieh den Faden ein bisschen locker und teste jetzt natürlich nochmal, ob mein Handy auch wirklich reinpasst. Wie gesagt, es kann ein bisschen enger sein, das ist gar nicht so schlimm. Das dehnt sich dann eh nach einer Zeit noch schön aus. Beziehungsweise passt sich dem Handy an. So, na, sieht doch schon gar nicht so schlecht aus. So, ich wechsle jetzt die Farbe und mache sozusagen so weiter. Ich schneide jetzt hier meinen Faden ab und nehme mir meinen nächsten Rosaton. So, meine Handyhülle ist jetzt soweit fertig mit festen Maschen, wie ihr sehen könnt. Und ich finde die total schön geworden. Ich habe hier zwar jetzt eine Reihe mehr gemacht mit dem hellen Rosa, aber das ist ja nicht so schlimm. So sieht das Ganze jetzt aus. Bevor wir jetzt weitermachen, häkeln wir erst unseren Knopf an. Warum? Das zeige ich euch gleich. Mit Nähen kenne ich mich zwar nicht so aus, aber bei einem Knopf kann man jetzt nicht so viel verkehrt machen. Ich nehme jetzt, wie gesagt, hier diesen schönen Lila an. Ich finde, der passt ganz gut dazu als kleinen Farbtupfer. Und ich möchte meinen Knopf gern so in die Höhe von dem Weißen haben, also hier. Ihr könnt das natürlich variieren, weiter unten hin machen, zum Beispiel hier. Müsst dann halt nur hier oben eure Luftmaschenkette dann anpassen, die wir danach häkeln. Steche also jetzt nun hier so mittig in die Masche ein, in die Höhe von meinen Knopflöchern und dort knote ich meinen Faden fest. Habe jetzt hier so einen Zwirn genommen. Was anderes geht nämlich nicht durch die Maschen der Knöpfe. Und jetzt fädel ich einfach hier durch mein Knopfloch durch. So, jetzt fahre ich durch das andere Ende durch und fahre neben meinem Knoten 2 Maschen circa daneben wieder rein. Und da sitzt dann jetzt auch mein Herz. Das ziehe ich jetzt hinten schön fest. So. Und jetzt fahre ich von hinten wieder durch das Knopfloch durch. Und das mache ich jetzt 2-3 Mal. So, wenn ihr das jetzt gemacht habt, dreht das Ganze nach innen. Und jetzt verknoten wir hier unseren Faden, indem wir durch eine Masche fahren und dann nochmal durch unsere Schlaufe, ziehen das fest und machen einen Knoten. Das machen wir auch 2-3 Mal. Ich hoffe, das hält jetzt. Es ist ganz knapp abgerissen, aber bei 3 Knoten gehe ich davon aus, dass es halten sollte. Ich häkle jetzt einfach Kettmaschen wieder in die andere Richtung. Nämlich rückwärts. 1, 2, 3, 4 und jetzt häkle ich Luftmaschen und zwar so viele, wie ich brauche, um hier um meinen Knopf zu kommen. So, jetzt befestigen wir unsere Luftmaschenkette. Ganz einfach, wir zählen jetzt einfach hier ab. 1, 2, 3, 4, die 4. Masche. Dort machen wir jetzt eine Kettmasche. Holen den Faden und gehen durch alle Maschen durch. Und jetzt häkeln wir nochmal einfach 4 Kettmaschen zum Rand hin. Jetzt sind wir hier wieder in der Falz drin und unsere Schlaufe ist jetzt hier schön befestigt, wie ihr sehen könnt. Und jetzt könnt ihr das einfach übers Herz drüber machen, zack, und eure Tasche ist verschlossen. Der Faden wird jetzt hier abgeschnitten und den könnt ihr jetzt hier nach innen einfach verstecken und dann mit Nadel und Faden einfach hier drin vernähen in den Maschen. So, meine Lieben, fertig ist eure Handyhülle. Ganz easy, ganz einfach und ja, sehr cool, finde ich. Ich habe hier unten noch ein kleines Deko-Herz hingemacht. Das Video dazu verlinke ich euch hier oben rechts in der Ecke, wenn ihr auch so ein niedliches Herz wollt. Ich wünsche euch jetzt viel Spaß beim Nachmachen der Anleitung und ich freue mich auf eure designten Handyhüllen. Und ja, und jetzt bis zur nächsten Folge Kümmer Tutorials. Ciao!